Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Der Fortnite X Lego Modus ist endlich draußen und wir werden heute zusammen unsere erste Welt aufbauen. Ich werde euch alles Neue zeigen. Und wenn du da draußen Bock drauf hast, mit mir zusammen in Lego mal was aufzubauen, dann schreib auf jeden Fall deinen Epic Games Namen in die Kommentare rein und schreib auf jeden Fall auch auf, was wir zusammen bauen könnten. Achso Leute, wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, dann tragt gerne meinen Creator Code Wannabe im Item Shop ein. Denn, oh Gott, ich und Mini-Mini-Wannabe sind sehr, sehr dankbar auf jeden Fall dafür. Ladies and Gentlemen, wir kramen die Arme hoch. Wir spielen jetzt das erste Mal Fortnite X Lego zusammen. Okay, Freunde, es lädt, es geht los. Ich kann euch sagen, es ist so schwer aktuell reinzukommen. Aber hier sind wir einfach. Oh mein Gott, wie schön ist das bitte? Holy moly, wer bist du denn? Mit dem Farbenbomber reden, okay. Ah, wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Warte, die Antwort auf die letzte Frage weiß ich. Ich bin Farbenbomber. Wie schön, dich zu treffen. Hey, ich kenne dich doch. Du bist Wannabe? Woher weiß die das, Mini-Mini-Wannabe, hä? Du spinnst ja wohl. Warum klingt das so vertraut? Ja, weil wir schon Battle Royale gezockt haben. Ich bin noch nie an einem neuen Ort gewesen, der so komisch aussieht. Denn ich kann nicht richtig lesen. Aber ich bin froh, dass wir gemeinsam hier sind. Es könnte hier gefährlich sein. Wir sollten uns vorbereiten. Okay. Lass mich mal ein bisschen erkunden hier. Was ist das denn hier Schönes, bitte? Alter, was ist das für eine heftige Welt? Guckt euch mal den Hintergrund an. Oh mein Gott. Also, wir haben links oben auf jeden Fall nur ein einziges Herz. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Was können wir hier machen? Das ist Granit. Okay, können wir einsammeln. Wir sollten mal schnell gucken, dass wir hier alle möglichen Sachen einsammeln. Weil es gibt natürlich hier einen Tag- und Nachtzyklus. Und wenn die Nacht einbricht, dann werden die Bösen kommen. Ich sag's euch. Übrigens, ihr solltet in den Itemshop reingehen und nicht nur Creator Code Wannabe eingeben, sondern euch auch den ersten Gratis-Skin holen. Das ist dafür, dass ihr einfach am ersten Tag halt mitspielt. Ihr seid die OGs einfach im Lego-Modus. Ich habe den jetzt mal nicht ausgewählt, sondern den Iconic-Skin. Ich finde den eigentlich ganz cool hier, muss ich sagen. Nur der sieht von vorne ein bisschen komisch aus. Wo ist deine Maske, Bruder? So, ich sammle mal weiter alles ein. Was haben wir hier? Himbeeren. Oh, ich muss erstmal komplett klarkommen, ne? Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Leute reihenweise alle rausfliegen. Aber wir sind jetzt drin und jetzt können wir endlich durchstarten. Erster Tag Lego, Mann. Was habe ich denn hier schon alles? Ich habe Kürbisse, Himbeeren, bisschen Holz, bisschen Stein. Oh Gott, was ist das denn da? Oh mein Gott, das ist schon ein Wolf. Tschüss. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Wir werden den anlocken und der Farbbomber wird mir jetzt helfen. Hoffentlich klappt das. Oh Gott, ich werde schon angegriffen nach 3 Sekunden. Was ist das denn bitte? Und ich habe Hunger. Hallo Farbenbomber, du musst mir mal ganz schnell helfen. Wir haben hier ein leichtes Problem. In meiner Welt ist einfach schon ein Wolf aktiv. Guck mal, wie böse der ist. Kann ich dir eine Bombe geben? Wow, er gibt mir eine Bombe. Oh, oh. Ich brauche mal kurz deine Hilfe. Hallo. Kämpfst du jetzt gegen den? Hallo, Kämpfer, weiter gegen den. Ey, ich werde so sterben. Nein, bitte nicht direkt am Anfang. Was ist das denn? Ich hätte gejagt. Boah, die kämpft gegen ihn. Guck dir das an. Chimichanga hat die aus dem gemacht. Also, es knallt hier auf jeden Fall richtig am Anfang. Was wollt ihr denn hier von mir? Oh, wollt ihr mir Stein geben? Oh, die killt die sogar. Alter, Farbenbomber, du bist ja richtig irre. Egal, ich esse erstmal ein bisschen Fleisch hier. Ey, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Es ist so geil. Was ist das denn hier? Dieser Snack sah lecker aus, aber für ein Abenteuer braucht man auch viel Energie. Da hast du absolut recht. Ich würde ja kochen, wenn ich kochen könnte. Ich hätte den Kochkurs vom Beef Boss belegen sollen. Ja, hättest du auch. Die Sonne wird bald untergehen. Okay, Lagerfeuer? Ja, ich bin dabei. Ich sammel Holz, Mann. Kein Problem. Oh je, Leute, wir müssen uns beeilen. Die Sonne geht gleich unter. Wie kommen wir jetzt ganz schnell an Sachen heran? Wir müssen irgendwas bauen. So kann man bauen. Lagerfeuer setzen. Wo platzieren wir das? Am besten bei hier in der Nähe, würde ich sagen, oder? Wir machen unser erstes Dorf hier. Mit einem Lagerfeuer. Und eine einfache Hütte. Wie geht das? Ach, hier. Einfache Hütte. Ich brauche 6 Holz. Und ich habe gerade auch schon gesehen, wir können was anderes bauen. Und zwar können wir eine Werkbank setzen. Habe ich schon genug dafür? Nein, ich brauche mehr Stein. Weg, weg, weg. Keine Zeit hier. Die Sonne geht gleich unter. Aber jetzt unsere erste Werkbank. Boom, hingesetzt. Was können wir jetzt hier machen? Gar nichts. Ich habe noch nichts dabei. Warte kurz, ich muss noch ein bisschen Steine einsammeln und so. Ey, ist das krass, bitte. Was ist das denn da? Da verfolgt mich schon wieder irgendwas. Also ich sag euch, ich habe viele Feinde in diesem Spiel hier. Ich brauche eure Unterstützung. Wenn ihr Bock habt, mitzumachen, Leute, dann schreibt euren Epic Games Namen in die Kommentare rein. Was ist denn das hier? Und schreibt auf jeden Fall dabei, was sollen wir zusammen bauen? Und seid ihr erfahren, unerfahren und so? Ich brauche halt ein paar Leute, die richtig gut sind. Da können wir ja richtig durchgrinden.
Ey, ist das cool. Aber ich will auch ein bisschen Bummi-Style machen, ne? Ich finde irgendwie, wenn man am ersten Tag hier so richtig reingrindet, ist es auch ein bisschen langweilig. Wir müssen erstmal hier von Nuller starten. Wir müssen Bummis sein und schlecht. Hallo, Herr Schaf, was machen Sie denn hier? Was kann ich hier einsammeln? Streicheln. Ich kann streicheln. Wie cool ist das? Du kriegst einfach Wolle dafür. Ey, ich habe schon alle möglichen Tiere hier gefunden. So, jetzt aber mal ehrlich. Kann ich eine Hütte bauen? Ein Gebäude. Oh, ich bin am Verhungern. Wir bauen jetzt unsere erste Hütte. Wie geht das? Starte mit dem Bauen. Ach Gott, wir müssen das wirklich einzeln machen. Wie geil ist das denn bitte? Ich habe nicht genügend Ressourcen. Oh Gott, das ist ja richtig schwer. Wir müssen anfangen, Sachen zu bauen. Ich brauche eine Axt und ich brauche auf jeden Fall eine Spitzhacke. Ich brauche noch viel mehr Holz. Wir sammeln weiter ein paar Sachen ein. Hunger habe ich auf jeden Fall auch schon. Das ist gar nicht gut. Bin sogar schon fett am Verhungern. Ich brauche irgendeine Waffe und dann werde ich auch wieder die Kühe ausschalten. Dann haben wir genug Essen. Das können wir dann wiederum braten. Und dann bauen wir unsere Hütte auf. Was ist mit dem Schaf los? Ich will das jetzt nicht wegboxen, ne? Das ist ein bisschen respektlos, muss ich sagen. Auch den Tieren hier gegenüber. So, Waldachse können wir herstellen. Das ist sehr gut. Dann können wir mehr Holz farmen. Habe ich. Boom. Was willst du von mir mit deiner Fackel? Ich habe keine Zeit. Ich will mit dir nicht reden. Ey, wenn ich nach links und rechts gucke und sehe, wie geil diese Welt aussieht. Ich habe so Bock, das zu erkunden. Ich habe einfach gerade einen Gigabaum gefällt. Yo, es hat funktioniert. 17 Holz haben wir am Start. Geht es hier auch noch? Let's go. Ich baue hier alles ab. Kann ich jetzt anfangen, mir eine Spitzhacke zu bauen? Ich bräuchte mal ein Schwert. Wie geht denn ein Schwert? Oder eine Fackel wäre auch schon gut. Stell doch mal eine Fackel her. Dazu baue ich diese Ranken hier. Habt ihr ja gesehen. So, jetzt haben wir eine Fackel dabei. Was können wir jetzt hier noch machen? Ich muss irgendwas anderes noch bauen. Und zwar, Sägewerk können wir nicht bauen. Wir brauchen einen Grill. Wir brauchen ganz viel Stein. Und Stein kriegen wir natürlich nur, wenn wir eine Spitzhacke machen. So, basteln wir auch noch. Wird, glaube ich, echt dunkler. Was willst du denn von mir? Diese Werkbank gab mir so viele Ideen für neue Erfindungen. Werkzeuge zum Beispiel. Ich mache mir Sorgen wegen des Regens. Vielleicht brauchen wir einen Unterstand. Was für ein Regen, Mann. Es regnet doch überhaupt gar nicht. Wird bestimmt gleich anfangen, ne? Das ist eine 31erin. Die arbeitet gegen mich. Tut mir leid, Herr Schafi. Ich brauche ihr Fleisch. Ich werde das gleich auf jeden Fall grillen. Ja, super. Es regnet. Ich mach mal kurz die Schafe hier platt, bevor die abhauen. So, her mit dem Fleisch. Ich kann nicht vom Bären leben. Tut mir leid. Ich brauche auch ein bisschen Futter. Das können wir anders nicht machen. Und das Wolfsfleisch hat auch nicht ausgereicht. Das schmeckt auch nicht so gut. So, Schafi, komm du auch noch her. Waren hier nicht noch Kühe? Hier waren doch eben voll die Kühe am Start, oder nicht? Ich bin mal gespannt auf, wie man kochen kann. Ich kann ihr das Fleisch jetzt aber auch nicht geben. Da hinten sind die noch. Ich verhungere schon wieder. Hier ist jetzt ein paar Himbeeren. Bin mal gespannt drauf, was passiert, wenn man drauf geht. Ist dann alles vorbei? Nee, ich will die Kuh nicht streicheln. Ey, die macht ja gar nichts dagegen, die Arme. Die versucht doch wegzulaufen. So, weg mit dir, Junge. Mach kein Auge. Es wird dunkel. Ich habe Angst. Wenn gerade schon Wölfe gekommen sind im Hellen, was passiert dann im Dunkeln, bitte? So, Schafi wird jetzt auch ausgeschaltet. So, das andere Schafi auch. Das ist halt echt für Bummis am Anfang, ne? Hier sind so viele Tiere. Das gefällt mir. Und meine Axt ist jetzt schon fast kaputt. Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen hell ist es ja noch. Wir könnten noch ein klein bisschen Holz sammeln. Also ich will heute mein erstes kleines Minidorf bauen. Und dann können wir uns ja überlegen, was wir denn als nächstes machen. Es gibt halt so viele Möglichkeiten, auch die Welt zu erkunden. Gegen Monster und so zu kämpfen. Guck mal diese Fackel hier an, wie cool das aussieht. Also ihr braucht auf jeden Fall eine Fackel am Anfang, weil sonst ist das Ganze auf jeden Fall viel zu dunkel. So, hier stimmt alles. Stimmt es einfach, wenn die Audio nicht klappt. Wenn dir der Ort nicht gefällt, an dem du etwas gebaut hast, kannst du es zerstören und an einem anderen Ort wieder aufbauen. Auch sehr, sehr wichtig, ist aber auch klar, ist ja Lego einfach, ne? Wie sollen wir uns sonst noch vorbereiten? Ich mache mir Sorgen wegen des Regens. Ja, hast du recht, Mann, weiß ich doch schon. Wir machen doch unsere Hütte jetzt auch gleich hier weiter. Alles gemacht, gemacht. Geht das? So viele Sachen. Hä, aber den Bauplan habe ich doch hier schon hingesetzt. Können wir jetzt hier weiterarbeiten? Ah, starte mit dem Bauen. Stimmt, da war ja was. Wir müssen jetzt diese Dinger hier setzen. Geht das denn jetzt? Kann ich das hier reinsetzen? Hä? Ey Leute, ich bin zu doof dazu. Wie geht das? Will bauen. Hilfe. Ich weiß nicht, wie das geht.
Ausrichtungsmodus halten. Ich muss das untersetzen? Ey, wieso ist das denn jetzt wieder so schwer? Wow, das ist ja mega kompliziert. Hallo, ich will hier weitermachen. Muss ich jetzt das setzen? Was funktioniert? Let's go. Weiterbauen. Was ist das denn hier? Zack, ab die Fahrt. Stufe 1 abgeschlossen. Ist auch mega dunkel inzwischen geworden. Also ich habe schon ein bisschen Angst. Teile austauschen. Ja, wir brauchen ein Hüttendach. Du hast ja recht. Das ist meine erste Hütte hier. Sieht nicht so geil aus, aber auch nicht so schlecht, oder? Boom, ist doch voll easy. So, der Regen kann mir jetzt gar nichts mehr. Das ist mein erstes Haus. Sieht ein bisschen komisch aus, wie so eine Brücke irgendwie. Aber egal. Kann man jetzt hier weitermachen. Teile austauschen. Das bauen wir auch noch. Ist jetzt fertig? Einfache Hütte bauen, abgeschlossen. Boom, kein Problem, ey. Ich habe schon 90s gecrankt, da gab's Lego nicht mal. Okay, ich tipp dich wirklich. Oh Gott, da kommt was. Hallo, du musst mir kurz helfen. Wer ist das denn? Junge, geh mal weg. Hier gibt's doch nichts umsonst. Ich werde nur angegriffen. Die Feinde sind überall da draußen, Leute. Ihr habt's gesehen. Was? Kann ich im Regen benutzt werden? Ey, hör doch auf. Kann ich das jetzt kaputt machen und in meiner Hütte wieder aufbauen? Was ist das denn für ein Quatsch, bitte? Hä, voll cool irgendwie. Aber ich kann das hier platzieren. Beste Leben, ich kenne mich doch aus. Wir brauchen eine neue Waldaxt. Ich habe keinen Granit mehr. Sollte ich jetzt hier langlaufen? Boah, ich habe schon ein bisschen Angst gerade, ne? Es ist mega dunkel gerade. Vielleicht sollten wir lieber abwarten. Ich bräuchte ein Bettchen oder so. Ist hier irgendwie noch ein bisschen Stein? Boah, was ist das denn hier bitte? Habt ihr das gesehen? Das ist ja eine Giga-Höhle. Okay, das ist schon ein bisschen unheimlich. Ich bin auch am Verhungern. Ich brauche dringend... Oh mein Gott, hier ist eine Höhle. Ich gehe rein. Man kann in eine Höhle betreten. Man kann einfach so rein. Was ist das denn hier? Ich weiß nicht, ob ich hier sein sollte. Das ist unser erstes kleines Mini-Abenteuer. Kann ich hier Sachen abbauen? Ja, ich sehe halt überhaupt nichts, ne? Ich glaube, das war sehr, sehr dumm irgendwie. Oder braucht man mehrere Leute dafür? Egal, ich guck mal kurz. Keine Ahnung, ob hier Monster sind. Vielleicht gibt es hier Schätze oder so. Was ist das da hinten, was da grün leuchtet? Oh, ich liebe Lego Fortnite. Es ist wie Minecraft, nur neuer und cooler. Hallöchen? Was ist das denn? Oh Gott, er rollt mich einfach an. Okay, vielleicht ist Zeit, hier abzuhauen schon wieder. Ich bin wannabe die alte Schissbacke. Spaß, ich habe keine Angst. Aber ich habe halt auch kein Schwert dabei, ne? Weg mit dir, Junge. Ab hier gibt's nur Ärger. Und den willst du nicht haben. Du willst mich nicht als Feind haben. Ich hab keine Ahnung, wo das andere Ding hin ist. Ah, es ist hinter mir. Okay. Der ist irgendwie relativ stark. Ich glaube, ich gehe wieder. War eine gute Entdeckungstour und so. Hat voll Spaß gemacht. Ich komme aber gleich nochmal wieder. Es ist gut zu wissen, dass hier eine Höhle ist. Ich werde jetzt nicht direkt sterben. Ich habe nur noch 1,5 Leben. So, das können wir einfach so abbauen. Boom, weg. Glaubt ihr, in der Höhle gibt es irgendwelche Schätze? Safe, oder? Wir werden jetzt zurückkehren. Und das wird heftig werden. Ich sammle jetzt weiter Stein ein. Wir machen das erstmal stückweise hier. Ich bin so einer, ich würde unequipped einfach direkt gegen den Endboss kämpfen für euch. Sage ich euch ehrlich. Wäre aber mega dumm. Hätte ich eh keine Chance. Ich mag so Leveln eigentlich überhaupt nicht. Ich will Action haben. Und ich sag euch, in dieser Serie hier, wenn das eine werden wird, dann werden wir Action haben ohne Ende. Verlasst euch drauf. Ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was kann ich noch besser machen? Was soll ich ändern? Was sollen wir zusammen aufbauen? Das könnte gigawild werden. Was ist das denn da hinten? Hä? Was macht die da hinten? Warum bist du so komisch, Mann? Was treibst du denn hier? Komm mal zurück. Hä? Alles in Ordnung? Wendy der Ort? Ach, das weiß ich doch schon, Mann. Erzähl doch nicht immer dasselbe. Guck mal, da geht der Mond unter. Es wird gleich wieder hell werden. Das heißt, ihr könnt jetzt die Zeit nutzen, die nächsten Gerätschaften hier fertig zu machen. Wir brauchen zum Beispiel ein Sägewerk. Können wir das drehen? Oh, der ist jetzt erstmal egal. Muss der nicht schön sein. Was können wir hiermit machen? Wir können Planken und Holzstäbe herstellen. Sehr geil. Machen wir auch direkt mal. Hä, dauert das jetzt irgendwie eine halbe Stunde oder was? Schnell deponieren? Lol, es ist einfach aktiv. Passiert hier irgendwas? Okay. Ist mein Holz jetzt fertig? Ich habe noch einen Holzstab, den möchte ich auch fertig machen. Okay, das dauert irgendwie immer noch. Schnell deponieren.
Habe ich das jetzt dabei? Ich check's einfach nicht. Ich bin zu dumm dazu. Wir können sogar ein Bettchen bauen. Wie cool. Was passt nicht in meine Hütte rein? Ich brauche eine größere Hütte. Wisst ihr was? Wir bauen das jetzt erstmal hier wieder ab. Das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. So, weg damit. Es ist so cool, dass man das wieder abbauen kann. Wir werden jetzt einfach... Wir bauen unsere Werkbank wieder. Die werden wir einfach hier hinplacen. Und dann machen wir das Bettchen einfach hier vorne hin. Zack. Und... Ich habe kein Holz. Oh, eine Spitzhacke machen? Eine Schaufel kann man jetzt auch schon machen. Ey, man kann sogar ein Schwert bauen. Ich brauche Holzstäbe dafür. Chili Milli. Okay, wir brauchen mehr Holz. Sehr viel mehr Holz. Das Blöde ist, ich habe keine Axt mehr. Übrigens, wenn ihr große Bäume wegmacht, dann kommen diese Holzblöcke da am Ende bei rum. Und die müsst ihr dann nochmal kaputt machen. So wie hier. Voll cool einfach. Dass das nicht direkt irgendwie verschwindet oder so. Ey, es regnet doch nicht schon wieder. Ist das dein Ernst? Ich hasse Regen einfach. Es wird sogar voll dunkel deswegen. Können wir das hier noch abbauen? Safe. Also wir machen jetzt erstmal relativ viel Holz hier. Das wird doch schnell gehen. Die Sachen abbauen. Boom, alles weg vom Fenster. Wusstet ihr übrigens, Freunde, dass demnächst die ganzen Crossover-Skins, die wir aktuell... Was ist das denn hier bitte? Die wir aktuell noch nicht in Fortnite drin haben, dass die reinkommen werden. Ich meine sowas wie Spider-Man und Hulk und so. Was ist das hier? Ist das ein Lami? Ich bin gerade ein bisschen schockiert, irgendwie was hier passiert. Was ist das? Alter, ist das eine Falle? Egal, das catcht mich irgendwie voll. Was bist du? Bleib doch mal kurz stehen. Das ist Lami, ich sag's euch, Leute. Mini-Mini-Wannabe, das ist Lami einfach. Er weist mir den Weg. Oh Gott, da hinten ist irgendwo ein Wolf, ich hab ihn gehört. Nimm dir das Schaf, Mann, aber nicht mich. Wo führt mich das bitte hin? Da hinten ist ein Lami. Lol, wir finden in der ersten Folge einfach direkt ein Lama. Lami, was geht? Wuhu, da bist du ja. Erstmal streicheln. Einfach ein Fortnite-Lami gefunden. Wie cool. Was Lama alles dabei hatte, bitte. Guckt euch das an. Wir haben Schubsaftbeeren dabei. Dynamit einfach. Okay, das sollte man mir besser nicht geben. Schneebeeren-Shake. Also irgendwas trinken wir jetzt auf jeden Fall mal. Das ist ja gigakrass. Wir haben auf jeden Fall eine Schaufel bekommen. Ein Panzer. Okay. Und auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen. Das muss doch gut sein, oder nicht? Lamis sind die heftigsten. Ich glaube, hier vorne ist sogar nochmal eine neue Höhle. Das interessiert mich erstmal nicht. Geil, Bab, wir haben Lava gefunden. Da guckst du blöd, du großer, böser Wolf. Mach keinen Ärger. Können wir hier noch ein paar Sachen abbauen? Hier gibt es ja übertrieben viel Stein. Okay, es hat sich gerade erledigt. Danke, Mann. Was ist das denn hier für ein Mammutbaum, bitte? Der ist hier unnormal groß. Ich glaube, wenn wir den abbauen, haben wir auf jeden Fall genug Holz erstmal. Guckt euch das bitte an. Alter, was ist denn hier passiert? Da kommt sogar Stein bei rum. Der hätte hier alles kaputt gemacht. Kann ich den eigentlich mitnehmen? Das geht ja wirklich. Ich kann den einfach schieben. Lol, wie lustig. Geht das auch von der Seite? Nee. Oder? Doch. Okay, dauert halt halbe Stunde, ne? Aber wäre lustig, damit könnte ich auch erstmal so eine Grenze aufbauen. So eine Art Mauer vielleicht. Was ist denn in 8 Minuten 50 bitte los? Habe ich dann keine Wärme mehr? Was passiert denn 8:44? Ich habe ein bisschen Angst. Können wir noch ein größeres Haus bauen? Das ist doch ein Lulli-Haus hier. Ich will was Größeres bauen. Oder ein eigenes Haus wäre auch cool. Meine Baupläne sind halt echt schwach gerade. Was ist das? Ein Dorfplatz? Okay. Hä? Ich habe jetzt einen Dorfplatz? Okay. Dorfaufwertung ansehen. Ja, okay. Was kann ich jetzt machen? Wachsendes Dorf. Ein zusätzlicher Dorfbewohner kann in diesem Dorf leben. Ich bin doch eh alleine, Mann. Dorf aufwerten. Alter, das ist ja wie bei Clash of Clans, oder nicht? Holy moly. Wie geht denn das jetzt hier? Wir brauchen mehr Granit einfach, wie immer. Was können wir noch basteln? Mal durchgucken, was ist das denn hier? Eine doppelte Hütte könnten wir errichten. Aber dafür haben wir wahrscheinlich auch nicht genug, oder? Doch, haben wir. Ey, mein Dorf wird ja gigagroß werden, wenn das hier so weitergeht. Ich kann das jetzt leider nicht daneben platzieren. Kann ich das nochmal drehen? Wie geht das nochmal? Aha. Ja. Warum nicht, oder?
Guck mal, das ist easy peasy gebaut. Wie 90s cranken. Da könnt ihr nichts falsch machen. So, und das letzte Teil, boom. Unsere Hütte ist fertig. Jetzt könnten wir theoretisch hingehen, das wegmachen. Aber ich habe gar keine Gegenstände mehr. Ach, hey, Jimine. Können wir das einfach so kaputt prügeln? Jo, das nimmt ja voll Schaden. Okay, das geht sehr, sehr einfach. Wir bauen mal kurz die Sachen ab. Die werden wir jetzt auf jeden Fall in diese Hütte hier rein platzieren. Wer ist das denn hier? Wer bist du denn, Mann? Du bist der Heumichel? Ey, das Dorf wird wirklich immer größer. Ich starte mit dem Bauen, aber wir sind doch fertig, oder nicht? Hä? Ach, da oben muss noch was hin. Ups. Ich dachte, wir wären schon fertig. Was muss denn da hin? Ach, das wäre jetzt auch egal. Da haben wir keine Zeit für. Cool. Wir brauchen wieder eine neue Werkbank. Die platzieren wir einfach hier rein. Und hier rein kommt das Sägewerk. Als ob das nicht gut aussieht. Sag mal ganz ehrlich, als ob dieses Dorf nicht für den Anfang und Wannabe ist ein Noob nicht gut ist. Das ist mein erstes Dorf hier, was ich jemals gebaut habe. Wir reden jetzt mit dem Holzmichel hier. Howdy, Partner. Ich bin Heumichel. Gib einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Digga, siehst du nicht, dass ich Hunger habe? Irgendeiner kocht jetzt hier gleich mal. Ansonsten wird es hier ziemlich ungemütlich in der Stadt werden. Ich wette, dieser Dorfplatz wird Freunde herbringen, die auf der Suche nach einem sicheren Ort sind, an dem sie sich während der Nacht ausruhen können. Bin ich ein Hotel oder was? Ich wünsche, wir hätten ein paar Bettchen. Ja, okay, okay, okay. Stimmt, wir wollten noch ein Bett bauen. Jetzt, wo es hell wird, ist es eigentlich wieder egal, ne? Leute, fangt am Anfang an. Mit Holz. Holz, 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 Holz. Es ist das Wichtigste von allem. Nichts ist so wichtig, wie Holz herzustellen. Ich werde jetzt gleich auf jeden Fall noch ein Schwert craften. Und dann werden wir nochmal ganz kurz in die Höhle reingehen. Was will denn der Holzmichel jetzt? Junge, was willst du von mir? Hi, stammst du auch von der Insel Wannabe? Digga, ich bin Wannabe, Mann. Solltest du jemals neue Bewohner für dein Dorf suchen? Ich wäre interessiert. Lebe in meinem Dorf. Ein Fleckchen nur für mich, das klingt nett. Aber dein Dorf erfüllt meine Anforderungen nicht. Ey, der Typ kommt von außerhalb und hat nichts Besseres zu tun, als direkt Anforderungen zu stellen. Ja, okay, du hast recht, es gibt keine Betten. Was sind das für Fragezeichen hier? Yo, das sind echt Kreaturen. Ey, lass doch meine Schafe in Ruhe. Es ist gar nichts mehr passiert. Guck mal diese Ekligen an. Hallo, bleib doch mal stehen. Greif jetzt aus den Schatten an. Okay, da sind sau, sau viele. Vielleicht sollte ich das nicht machen. Egal, vielleicht will ich da sogar sterben. Ich habe keine Angst. Ich werde für meine Schafe kämpfen. Wisst ihr was? Die sind verloren. Guck dir das mal an. Da hinten ist eine ganze Armee einfach. Es kommen wirklich immer mehr Monster. Ich glaube, je mehr man upgradet, desto unheimlicher wird es halt auch. Ist ja klar, es wird schwieriger. Denkt ihr, man kann das Bett benutzen, um dann einfach aufzuwachen? Wenn es wieder hell ist. Safe, oder? Dem Bett zuweisen. Ja, ich selber, Mann. Das ist mein Bett. Schlaf jetzt einfach. Tschüss. Wie das aussieht. Hallo, soll jetzt mal wieder hell werden. Twitch schlafen. Was macht die denn da? Die Eklige. Die macht Marshmallows ohne mich. Also man kann nicht schlafen, um den Tag-Nacht-Zyklus zu überwinden, oder was? Er ist komplett weggenickt. Hallo, kannst du aufwachen? Mein Charakter schläft gerade irgendwie eine halbe Stunde. Okay, da passiert gar nichts. Und das bringt überhaupt nichts. Aufwachen. Was ist das denn für ein Quatsch? Ich will nicht mehr ausruhen. Voll der Quatsch. Ich dachte, ich könnte das irgendwie überspringen. Geht aber nicht. Ich kann immer noch kein Schwert machen. Wir brauchen Holzstäbe. Davon brauchen wir ganz viele. Rezept zuweisen. Schnell deponieren. Ich werde jetzt ein Schwert fertig machen und wir werden, sobald es Tag ist, auf jeden Fall noch in die Höhle reingehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Mehr Holz hier, rein damit. Perfekt, jetzt aber, oder? Jetzt können wir unser erstes Schwert bauen. Da ist es, das Kurzschwert herstellen. Ist halt ein absolutes Billo-Schwert, aber ist ja erstmal egal. Lieber ein Schwert haben, als von einem Schwert gekillt zu werden. Was denn gerade? Ah, wir können auch mit der anderen Hand was essen. Cool. Das ist meine Nebenhand. War der rausgefunden. Wir können links und rechts was in der Hand halten. Hey, das aussieht. Ich brauche auf jeden Fall ein Schild oder so. Okay, Leute. Ich habe euch versprochen, wenn wir das Schwert haben, werden wir noch einmal in die Höhle gehen. Das machen wir jetzt auch. Ich will wissen, was es in Höhlen in Fortnite gibt.
Also eigentlich im Lego-Modus. Aber es ist ja trotzdem noch Fortnite. Diese Kombination ist aber wunderschön. Sieht so cool aus. Hinten ist der Wolf. Ich weiß nicht, ob ich den angreifen soll. Nee, keine Lust, Mann. Die Probleme der Chicken sind nicht meine Probleme. Ah, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen die Fackel in die Nebenhand legen. Dann haben wir es dauerhaft hell. Wie geht denn das? Perfekt. Jetzt haben wir die Fackel in der Hand und das Schwert. Mal gucken, was es hier so gibt. Das Abenteuer beginnt. Leuchtet da hinten so grün. Ja, komm doch wieder raus, Junge. Jetzt kann ich gegen dich kämpfen. Will ich dir auch raten, dass du abhaust. Mach keinen Ärger. Wow. Was hast du denn für eine Kampfkunst? Das ist dieser Geowatz einfach von Pokémon. Sieht aber eher aus wie so ein Paras. Was hast du jetzt davon? Was ist das denn? Oh, hallo Jungs. Wollen wir zusammen ein bisschen spielen? Oh, die sind stark. Okay, ich bin fast tot. Okay, es war nur Spaß. Hallo. Oh, ich bin tot. Nein, ich bin nicht tot. Oh, oh. Also diese Höhlen solltet ihr vielleicht nicht alleine erkunden. Ich kann das natürlich machen, weil ich bin natürlich sehr, sehr erprobt hier. Oh je. Ich kann, glaube ich, nicht mehr das Fleisch essen, ne? Die lassen mich nicht in Ruhe. Ich bin geliefert. Oh Gott. Nicht in der ersten Episode sterben, bitte. Stecken uns jetzt hier erstmal. Guck dir das an. Fleisch heilt mich. Zack, voll. Ja, komm doch. Ihr seid zu zweit, wie ekelhaft. Ihr habt einfach keinen Respekt hier. So, der erste ist schon mal weg. Wie sieht's mit dir hier aus? Hat so eine Spitzhacke in der Hand. Cool, können wir abziehen. Beste Leben. Zahlen wir noch kurz einmal durch. Ey, das wird schwer werden, hier durchzukommen. Ich greife halt auch alles an, ne? So hobbylos, wie ich bin. Können wir hier weitergehen? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr einfache Hütte. Höhle. Ich laufe jetzt einfach hier weiter. Was wollt ihr tun? Wobei geht? Kann man hier auch weiter? Boah, das ist schon riesig hier. Ich nehme alles zurück. Und der Irre läuft hinterher. Was für eine Höhle. Guck mal, alle laufen hinterher hier. Ist sogar schneller als ich. Aha, ich bin runtergesprungen. Hier ist eine Kiste. Eine Armbrust. Geil. Sehr, sehr geil. Direkt ausrüsten. Auch alles mitnehmen. Wie können wir das direkt mitnehmen? Nehmen. Alles, hallo. Ey, die Höhle ist ja sehr gut. Brot haben wir am Start. Brot wird uns sehr, sehr schnell voll heilen, glaube ich. Können wir das decken? Perfekt. Das noch. Ich will alles mitnehmen. Ich will die Sachen nicht liegen lassen. Wir haben unsere erste Chest gefunden. Mal gucken, wie viel Brot heilt. Beziehungsweise, wie viel Hunger das stillt. Okay, das ist ja gar nichts. Wie funktioniert die Armbrust? Ja, ich glaube, das war's schon in der Höhle hier, oder? Ich glaube, viel mehr gibt's hier gar nicht. Wir haben unsere erste Truhe aufgemacht. Ja, es war's. Ich will jetzt noch einer mit killen. Er sieht... Wow, er heilt einfach. Nee, doch nicht. Er läuft jetzt gleich weg am besten. Was steht denn da? Phase 4 von 4. Ich habe irgendwas abgeschlossen, glaube ich. Was hast du denn dabei? Ein verhexten Knochen oder was? So, du wirst jetzt aussterben. Guck dir das mal an, diese ganzen Spinnen, die noch auf mich draufgehen. Okay, das war stark. Immer keine Pfeile mehr. Na komm doch. Weg mit dir. Die Spinnen haben, glaube ich, auch gar keine Chance, oder? Direkt tot einfach. Wir machen aktuell 3 Schaden. Ist das viel? Ich glaube nicht, oder? So ist auch tot. Schwert ist kaputt. Ja gut, Leute. Das soll es vom Video gewesen sein. Erster Einstieg in Lego. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mich echt bemüht, das Ganze so gut es geht irgendwie darzustellen. Um mich nicht wie der letzte Bummi anzustellen. Ich glaube, wir sind relativ weit gekommen. Wenn ihr Bock drauf habt auf eine Fortsetzung, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Es wird mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Creator-Code WannaBe im Itemshop benutzt. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder.